Willkommen, liebe Leute, zurück zu Assassin's Creed Unity und wie gesagt beim letzten Mal machen wir jetzt die Hauptmission weiter. So, runter mit dir, Anna. Ein Treffen mit Mirabeau. Sequenz 7, Erinnerung 2. Okay. Na gut, dann machen wir das mal. Komm da runter, Arno, das gehört sich doch nicht. Ganz schön feines Haus hier, wa? Elise? Monsieur Mirabeau? Elise? Elise? Was soll das? Ich habe ihn so gefunden. Ich war es nicht. Natürlich nicht. Aber ich muss umgehend den Rat informieren. Sie können helfen. Nein! Die trauen mir ja eh nicht. Sie würden mich verdächtigen, und zwar sofort. Du hast recht. Natürlich hast du recht. Und was tun wir dann? Wir finden raus, was passiert ist. Was zur Hölle, ey? Einfach tot. Was ist das? Die Waffe, durch die dein Vater starb. Das ist ein Templer-Rangabzeichen. Wie kommt das hierher? Es erzählt Lügen. Elise. Ich meine, wir sind nicht so Hals über Kopf verknallt in dich, deswegen. Wir verdächtigen dich schon, also ich zumindest. Ein Taschentuch. Anscheinend von einer Dame. Also, dann ist nur die Hälfte der Adligen von Paris verdächtig, hm? Vielleicht erkennen die Bediensteten es wieder. Okay. Vergiftet. Lass mich mal sehen. Akonit. Schwer nachzuweisen, wenn man nicht weiß, wonach man sucht. Beliebt bei den Templern, ja? Bei jedem, der mit einem Mord davonkommen will. Aber ja. Also, wir können sie jetzt schon beschuldigen, oder was? Naja. Das machen wir jetzt noch nicht. Sieht aus, als hätte er Besuch erwartet. Wen? Meister Kemar. Meister Kemar. Okay, Meister Kemar, das war er der. Er war der Schwarze, oder? Der schwarze Assassine? Nee, oder? War er das? Wollen sie den direkt hier ausschalten, oder was? Was soll der Scheiß? Es wäre irgendwie zu offensichtlich, wenn sie es gewesen wäre, aber so 100% blind vertrauen tue ich ihr jetzt aber auch nicht. Weil wer weiß, was sie alles machen würde, damit sie an ihr Ziel rankommt. Das wissen wir ja nicht. Guten Abend. So, kurz die Kohle mitnehmen. Auch wenn es nicht viel ist. Aber immerhin. Nein! Egal, wir nehmen die 100 Punkte gerne mit.
Wenn jeder dieser Aufzüge bringt 100 Rangpunkte. Kann man gerne mal mitnehmen. War jetzt aber trotzdem keine Absicht. Arno? Verkäufer? Keine Ahnung, wie dein Name ist. Okay. Dann ist es doch nicht der Schwarze gewesen. Ich wollte schon sagen. Ah, Monsieur Dorian, was kann ich für euch tun? Mirabeau ist tot. Tot? Ermordet. Ich wusste, dieser Waffenstillstand endet nicht gut. Ich muss den Rest des Rates einberufen, um das zu besprechen. Elise hatte nichts damit zu tun. Dafür bürge ich mit meinem Leben. Bitte, gebt mir etwas mehr Zeit. Ich finde den Mörder. Also gut. Ich gebe euch Zeit bis morgen früh. Nicht später. Mirabeau wurde vergiftet. Mit Akonit. Vergiftet? Muss ich betonen, dass dieses spezielle Mittel der Favorit der Templer ist? Müsst ihr nicht. Wo könnte man Akonit in so hoher Konzentration bekommen? Jeder Arzt kann es in verdünnter Form verschreiben. Ich nehme selbst eine Akonit-Tinktur für mein Herz. Es ist natürlich streng reglementiert, aber ich kenne einen Apotheker in Le Marais, der gern über solche gesetzliche Kleinigkeiten hinwegsieht. Danke. Okay. Ja. Da bleibt uns nichts anderes übrig, als es weiterhin zu untersuchen, wer jetzt hier der Schuldige ist. Aber, ja, ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass er es gewesen ist. Einfach aus dem Grund, dass er jetzt schon öfter die Entscheidung von Mirabeau, oder wie der ausgesprochen wird, angezweifelt hat. Könnte sein, dass er den aus dem Weg schaffen wollte. Okay. Aus dem Weg, Leute, aus dem Weg. Ich will das Geld und zwar sofort. Lass mich nicht von euch rumschubsen. Oh, mich ist ja da am Rendezvous. So, mal nebenbei den Typen erledigt. So kann's gehen. Okay, so, dann gehen wir zu dem Apotheker. Aber es wäre ja auch Blödsinn, wenn der uns jetzt zu den hinschickt und der zugibt, ja, der hat hier ein bisschen mehr geholt als sonst. Das wäre auch blödsinnig. Ich denke mal, ich weiß nicht, wer es sein soll. Also er könnte es sein, sie könnte es genauso sein, aber sie hat im Moment weniger Grund dazu, aber ja, wem würde es dann aber am meisten bringen? Natürlich den Templern, irgendjemand anderes, dem wir auf der Spur sind, der ein bisschen direkt Zwietracht oder beziehungsweise Ärger stiften will zwischen uns und Elise und so weiter. Ich dachte, du könntest Hilfe gebrauchen. Ich denke, einen Apotheker schaffe ich wohl noch. Elise? Bonsoir. Ich frage mich, ob ihr... Nicht schon wieder. Gut gemacht. Wartet. Verdammt, kommt wieder zurück. Langsamer. Wartet. Langsamer, bitte. Bleib zurück, du Monster. Ich bin doch kein Monster. Ich bin lieb und nett. Ich habe nur ein paar Fragen. Machst du den Lauf doch? Warum wird der zwischenzeitlich immer so scheiße lang... falsch. Lass mich in Frieden!
Renn doch, Junge! Arno, renn! Komm schon, den haben wir jetzt. Ich habe es keinem erzählt, genau wie ihr wolltet. Wovon redet ihr denn da? Ihr gehört doch zu diesem anderen, oder? Dem mit der Kapuze. Erzählt mir von diesem anderen. Wer ist er? Ich weiß es nicht. Ich sah nie sein Gesicht. Ja! Er drohte mich zu töten, wenn ich ihm das Gift nicht gebe. Ich stellte keine Fragen. Ich habe nur eine kleine Menge auf Lager. Er hat alles genommen und mir gesagt, wo die zweite Dosis hin soll. Zweite Dosis? Hier! Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre es! Ah! Verschwindet. Seht es als wunderbare Geschichte, um einst eure Enkel zu erschrecken. Nun? Du hattest recht. Er gab unserem mysteriösen Mörder das Gift. Und er sagte, der Mörder trug eine Kutte. Genau wie ich. Tja, in jeder Geschichte gibt es Licht und Schatten. Wenn wir von innen verraten wurden. Erklärt das, warum man es mir anhängen wollte. Hier, dorthin lieferte der Apotheker seine Waren. Worauf warten wir noch? Hm? Worauf warten wir noch? Ja, aber wer ist es? Das werden wir erklären, Leute, das werden wir klären. Haben wir jetzt unser Ziel? Egal. Ja, Leute, wie gesagt, das werden wir dann klären. Allerdings dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat die Folge so ein bisschen gefallen. Lasst es mich gerne wissen. Und ja, beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Und versuchen weiter aufzuklären, wer dahinter steckt. Leute, danke fürs Zusehen. Haut rein und tschüss.